Ja, das gibt dir einen Eindruck von unserem Kampfworkshop im Mai 2016. Übrigens unser erster Workshop. Was ist für uns im Kampf wichtig bezüglich Lab? Es hat nichts mit Sport oder gar mit Wettkampf zu tun. Wer gewinnt bei einem Tanz? Beide. Wichtig ist uns Schauspiel. Dem anderen Spaß bereiten, Theater spielen und auch den Zuschauern Spaß bereiten. Und dabei, wenn es um Schauspiel geht, natürlich Gefühle zeigen. Hier simulieren wir einen Kampf zwischen Peter links und Christian rechts. Christian spielt einen Fahlwag in dieser Szene und Peter einen ganz normalen Menschen, einen Flötenspieler. Von vornherein ist klar, dass der Fahlwag, Christian, gewinnen wird. Was ist noch wichtig außer Schauspiel? Empathie? Vor allen Dingen hier, wir wollen den anderen nicht verletzen. In der Szene wissen beide also schon, Christian gewinnt und Christian könnte es ausnutzen und Peter zu hart angehen. Stattdessen berührt er ihn und jetzt achte einmal auf seine rechte Hand. Er schlägt Peter, aber die Hand ist locker und so kann er ihm gar nicht wirklich wehtun. Schauen wir uns noch ein paar Szenen aus einem Kampfgetümmel an. Übrigens war das keine IT-Szene, die Leute haben zwar IT-Sachen an, aber das Ganze passierte noch vor Time-In. Und wenn du dir mal unsicher sein solltest im Kampf, die Grundregel ist, werd einfach langsamer. Dann passiert dir und meist dem anderen auch viel weniger an Verletzungen. Das ist alles übrigens Impro-Spiel. Also jeder hat einfach Spaß daran, aus der jeweiligen Situation was zu machen und meist zu verlieren. Die beiden Schwestern haben den Auftrag, gewinnen zu wollen. IT will der Charakter jeweils gewinnen. OT ist es den beiden, Lena und Marie, völlig egal, wer gewinnt. Sie wissen es nicht einmal an dieser Stelle. Zwischendurch eine kleine Schauspieleinlage. Okay, was ist noch hinderlich bei unserem Labkampf? Unser Ego, beziehungsweise der Trieb, gewinnen zu wollen. Noch schlimmer ist es, nicht verlieren zu können, also Angst vor dem Charaktertod zu haben. Was wünschen wir uns von dir? Spiel schön aus, frage dich, wie kannst du dem anderen Spaß bereiten? Was kannst du beitragen? Und diese Einstellung lässt sich auf alles im Lab übertragen, auf das Geldsystem, auf die Musik, auf die Feier, die Plots, sogar auf fiese Intrigen und Politik. Es geht doch nur darum, anderen Freude zu bereiten.